Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute heben wir mal wieder ein paar Kisten auf, Road to Knife nämlich. Und ich habe hier jetzt die neuen Kisten, die Horizon Cases. Sind momentan noch sehr teuer, 4 Euro kostet eine Kiste. Eigentlich wollte ich noch länger warten, aber ich gehe mal davon aus, dass die jetzt noch länger so teuer bleiben. Gucken wir uns mal die Kisten, also die Skins an. Ein paar habe ich ja schon gesehen. Die TZIQ finde ich mal nice. Ist zwar jetzt nur ein Purple Skin, aber kann man sich schon mal gönnen. So, was haben wir denn noch? Die Autosniper. Kurz angucken. Ja, ist jetzt halt nicht so meins. Die Noah finde ich irgendwie, die hat auch was. Also das ist so grün. Gefällt mir irgendwie. Aber würde ich trotzdem jetzt noch die Hyper Beast spielen. Die AWP hätte eigentlich sogar fast ein Pink Skin sein können. Oder ich weiß nicht. Hat auch irgendwie was. StatFN. Wäre die sicher nice. So, die M4. Erinnert mich ein wenig so an die Fall of Icarus. Wäre halt dann interessant, ob die auch verschiedene Patterns haben kann oder ob das halt dann immer gleich ist und in der, also nur die Float hier dann immer unterschiedlich ist. Aber wäre an sich eigentlich auch nice, wenn man hier sagt, ja, die eine ist vielleicht mehr wert, weil die hat hier dann mehr Kristalle oder was das hier ist, so Eiskristalle. Oder das ist in verschiedenen Blautönen, also ein bisschen heller. Die abgesickte Schrot, die ist nice. Die gefällt mir sehr, eigentlich. Die kann man ruhig als Place, also ich spiele die eigentlich selten. Aber ich würde ich schon enjoyen. Die Farmers finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Sehr detailreich. Wäre auch interessant, die Farmers. So, aber was ich jetzt wirklich ultra nice finde, ist die AK Neon Rider. Das ist somit, glaube ich, jetzt wirklich einer der krassesten AK-Skins, so. Oder eines von deren, ja. Finde ich richtig nice. Also ich enjoye die Mac der Neon Rider schon sehr. Mir gefällt einfach das Artwork. Und auf der AK ist ja überhaupt nice. Und die Deagle finde ich eigentlich an sich jetzt auch nicht schlecht. Viele gefällt ihnen ja jetzt nicht so, aber ich finde den eigentlich ziemlich nice. Und das zweiten Red Skin zu der AK passt es schon. So, die Knives, ich weiß es nicht. Ich glaube, die meisten von euch haben die ja schon gesehen, was da für Knives sind. Aber irgendwie wird mir hier gerade auch nichts angezeigt. Glaube ich. Fuck. Hebeln wir einfach die Kisten auf. Ich hoffe, da kommt was Nices, Jungs. Ich habe da schon ja auch ein paar Unboxings von den anderen gesehen. Es ist im Prinzip dasselbe wie immer. Anomaly hat schon die AK gezogen. Bieber hat bis jetzt gar nichts gezogen. Also auch nur lot of blue shit. Und die Dona zieht momentan wieder ein Knife nach dem anderen. Das ist wie wenn die da was am Laufen hätte. So, erster Skin ist die Tech-9, Snake-9. Finde ist der Wortspiel besser als das Skin selber. Aber ist jetzt nichts. Komm mal, da muss nicht das kommen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Skins jetzt gerade alle noch für einen Wert haben. Werden auch relativ teuer sein. Nur die Blue und Purple Skins werden halt jetzt nichts. Nicht wirklich viel bringen, ne? Man kann man ja mal nachgucken. Die WS Purple Skins Dead Track in Condition weiß ich jetzt nicht, FT glaube ich oder MV. Liegt bei 2,50, also der Key, wir erinnern die Kiste noch nicht. So, Case Nummer 3. Aber jetzt Knife, also das Springermesser, das finde ich nice und das habe ich auch schon länger gehofft, dass das irgendwann mal kommt. Sie sehen so scheiße aus. Und die anderen Knives sind halt, ja, das eine sieht halt aus wie ein verkacktes Karambit, als wäre das irgendwie gebreakt. Das ist irgendwie komisch. Und da habe ich da, glaube ich, den Flip noch nicht gesehen, der würde mich interessieren, oder generell der Flip von allen 4 Knives. Ich meine, Bieber hat ja das in seinem Video ja eh gezeigt, aber ich habe das irgendwie übersprungen. Weil ich ja nur kurz sehen wollte, was der so zieht. E8. E8 spielt ja kein Schwein mehr.
Ah ja, am Ende des Videos gibt es ja noch ein Giveaway. Keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe. Jetzt habe ich es erwähnt. Aber dazu kommen wir dann am Ende des Videos. Ja, 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 ja. Also die ist jetzt nicht Statue, ne? Aber abgenutzt, ne? Ist halt auch Bullshit. Aber es sieht halt irgendwie doch, ne? Oh ja, hier sieht man es doch sehr. Nee, in Statue End werde ich schon hübsch, glaube ich. So, warte mal. Ich glaube, ich habe hier einen Key zu viel. Ich weiß es jetzt nicht. So, dann gib mir die AK, bitte. Die AK wäre nice. Oder Knife. Aber nein, es ist der Revolver again. Den habe ich ja gerade gezogen vorhin. So, vier Kisten, vier Kisten. Nein. Tatsächlich, stimmt. Aber ich will jetzt, oder irgendwas Rosenest, dem 4, die Silence. Ich glaube, die ist eh gerade vorbeigegangen. Nee, die Pinite ist es nicht. Apropos, da gibt es ja noch die Glock, wollte ich mir auch anschauen. Inspect. Naja. Da hätte das Artwork also noch auf die andere Seite gehört, dann wäre das irgendwie cooler. Ich meine, man sieht es eh nicht so beim Inspect oder so. Das ist halt ein Detail mehr. Bitte. Was ist da los? Ich reib mal die AK. Komm, geben, bitte. Gib mir was Nices. Da ging die M4 jetzt zweimal vorbei. Dann bekomme ich wieder Blut. So lächerlich. Komm doch. Wow, also es ist wieder klassisches Case Opening. So, zweimal violett und sonst nur blau. Hat sich richtig gelohnt. Kann man mal machen, also für 4 Euro die Case, 2 Euro der Key. Jungs, da geht gut Geld raus. Aber egal. So, ich habe hier mir das halt mal so gemacht. Also es gibt ja Giveaway, die AWP Hyper Beast geht mal raus. Und dann habe ich hier auch noch 5 Keys, die rausgehen. Und zwar über einen Daumen nach oben auf das Video und den Kommentar. Und ihr seid im Prinzip schon beim Giveaway mit dabei. Also ihr solltet auch noch ein Abonnent meines Kanals sein. Das wäre wichtig. So, und an die ersten 5 Kommentare, also die ersten Boys, die ersten 5 Boys, die was halt was kommentieren, bekommen gleich mal einen Key auf euren Nacken. Und die AWP, die wird dann in 2 Wochen... werde ich dann den Gewinner ziehen, weil ich bin ja nächste Woche auf einem Festival, so heißt das. Und ja, bin halt dann die ersten 2 Wochen wieder back. So. Bin jetzt hart am überlegen, ob ich jetzt noch ein paar Kisten aufhebeln soll. Weil das kann ich mir jetzt nicht so gefallen lassen. Ja, vielleicht in einem anderen Video. Jo Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und hilft mir auch weiter. Wie gesagt, wenn ihr bei dem Giveaway mitmachen wollt, müssen Abonnent meines Kanals sein, das Video positiv bewerten und einen Kommentar drunter schreiben. Die ersten 5 Kommentare bekommen gleich mal einen Key geoffert, also könnt ihr euch im Prinzip gleich eure Trade-URL reinschreiben. Nur passt darauf auf, dass euer YouTube-Account halt öffentlich ist, dass ich auch nachschauen kann. Habt ihr das Video positiv bewertet? Seid ihr ein Abonnent von mir? Wenn ihr euer YouTube-Account auf privat habt, dass ich das nicht nachsehen kann, dann bekommt es halt wer anderer, ne? Also, checkt das doch mal ab. Ansonsten, ja, war's das dann und ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.